Einen wunderschönen guten Tag, da sind wir wieder, neue Folge Town of Salem Ranked. Diesmal als Vigilanti, das haben wir in der letzten Folge geclaimed. Diesmal sind wir es wirklich. Mal gucken, wie das wird. Ich hoffe natürlich, ihr hattet einen guten Wochenstart und freut euch, dass es hier weitergeht. Mit einer neuen Folge Town of Salem Ranked. Wir stehen hier drüben mit dem Emo-Skin. Da sind wir. Wir schreiben zunächst einmal, wie immer eigentlich, unseren schönen letzten Willen. Arnett, Noobs, außer Mutti. So. Ja, ich kann eh nichts machen, Nacht 1. Den ASO-Claim würde ich halt direkt mitnehmen, Nacht 2 exekutieren. Okay. Das kann ich leider nicht verstehen. Ciao, Banhui. Ich bin dieser Sprache nicht mächtig. Mal gucken, ob wir hier Nacht 1 überlegen. Überleben. Bisschen undeutlich am Sprecher heute. Keine Ahnung warum. Fest steht, wir warten die erste Nacht ab, bis hier etwas passiert, damit wir was machen können, weil wir aktuell eh nichts machen können als Vigilanti und wir sind tot. Sensationeller Anfang. Weltklasse. Ich habe mich ja gefreut, dass ich Town geworden bin. Und natürlich direkt tot. Die Rache. Mal gucken, ob wir gecleant worden sind oder ob wir wenigstens wiederbelebt werden könnten. Okay, wir sind nicht gecleant worden und auch kein Forger unterwegs. Das heißt, wir müssen warten für einen eventuellen Retri und mal gucken, ob es vielleicht ein Medium gibt, da Informationen austauschen können. Angeblich gewitcht, dass I Love You All wird jetzt wirklich reported wegen Cheatings. Won't write English. So, angeblich also gewitcht und kontrolliert, transportiert wurde auch jemand. Interessant. Da müssen wir halt mal gucken. Wenn wir schon tot sind, kann ich den Hinweis machen. Denkt dran, montags im Kopf des Feindes. Sowohl bei mir, als auch beim Jaco vom Channel Lieber Kate, wo wir gegenseitig Runden kommentieren. Es gibt bei mir aber auch im Kopf des Zuschauers. Da kommentiere ich nämlich eure Runden. Und damit das möglich ist, einfach nur zuschicken. Ihr könnt die Runden aufnehmen mit kostenlosen Programmen wie OBS und Afterburner. Oder auch Demo-Versionen von DxTory, Fraps, XSplit oder natürlich den Vollversionen, wenn ihr sie sowieso habt. Wichtig ist nur, ihr lebt lang genug, also maximal 2 Nächte vor dem Ende sterben, weil sonst gibt es nichts zum Kommentieren. Und ich will ja euer Spielstil kommentieren. Und dann könnt ihr es mir zuschicken, entweder in gezippter Version per E-Mail oder ihr ladet es auf eine Share-Seite hoch, Work-Upload, Dropbox und was es sonst alles gibt und schickt mir den entsprechenden Link. WeTransfer geht ebenfalls, dass ihr da eben nur meine E-Mail-Adresse angebt. Ich könnte mir auch per privater Nachricht natürlich zukommen lassen. BeanGuy claimt nichts. Und von daher ist er wahrscheinlich böse. Wir haben ja auch noch Huiyui, den Arsonist-Claimer. Das auch, wenn es da einen Jester gibt. Kill die kontrollierte Person, das macht auch Sinn. Ja, dann habt ihr halt einen Überblick, was Sachen angeht. Und nur wenn ihr mir welche zukommen lasst, kann ich eben die... Das ist cool. Dass der Hut dann so leuchtet. Nur dann kann ich euch die Runde bringen und das Programm bringen. Ich hab's gerade wieder so verhaspelt. So, er lief doch direkt. Perfekt. Hey Medium, what is your name? Direkt abschicken, für den Fall, dass es ein Medium gibt. Immer wichtig, vorbereitet zu sein, finde ich. Und wenn da jetzt ein Medium wäre, würden wir direkt sagen, dieser Typ ist Medium, dieser andere Typ ist Medium und dementsprechend viele Medium-Claims. Und sich auch gegenseitig confirmen lassen. Aber hier kommt kein einziger Name auf. Also entweder ist das Medium gejailed. No names written. If you are jailed, you are... most likely the only one. Ups. Das schreiben wir auch nochmal hin.
dass wenn nämlich ein Medium gejailt war, es weiß, dass es alleine ist und es sonst kein anderes Medium gibt. Hui Hui ist tot, der wird exekutiert worden sein wegen seinem Arsonist-Claim. Macht Sinn vom Jailer. Ja, komplett korrekt. Arsonist-Claim ist ein easy execute. Wetbait wäre da auch dumm gewesen, also wenn wir ihn jetzt hier auch gleich reporten können, den Hui Hui. Egal was er ist. Claimed Arsonist Day 1. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dazu brauchen wir auch nichts mehr sagen. Keck soll Godfather sein. Hui Hui lief direkt. Hat er verdient. Und wenn das hier so weiterläuft, dann könnte das eine schnelle Runde werden. Ich meine, es ist natürlich langweilig mit nicht claimenden Personen und Arsonist, der sich direkt revealed. Auch wenn die Rolle beschissen ist, man spielt es halt trotzdem aus. Vielleicht gegen seinen Willen, aber man gibt nicht einfach auf und sagt seine Rolle. Außer es ist unmöglich, dass du gewinnen kannst, weil lauter Townies confirmed sind. So, Mayor denn reveal. Because I roadblocked him 2 days in a row. Er hat Mayor geclaimed. Inno first, I need achievement. Nein, sowas wird nicht gemacht. Sowas wäre dumm. Da macht man keine Achievement-Kacke, vor allem nicht, wenn die Town nur noch 3 Votes hat. Pro Tag. Ja. Ganz einfach, Reveal oder Guilty. Ist komplett richtig. Und es gibt dann halt Report, weil er nicht revealed hat. Nix, Inno. Guilty. Komplett richtig. Komplett richtig hier zu Guilty. Wenn er Mayor ist, fliegt er raus. Er hat nicht revealed, als er es musste. Dumm nur, wenn es da jetzt wirklich noch einen Retri gibt, dann wird er nämlich wiederbelebt. Er war Witch. Ich weiß nicht, was er sich davon erhofft hat. Ich meine, der Mayor-Claim allein ist schon fragwürdig. Aber es wird schön bunt hier. Ich bin immer noch alleine. Gut. Medium gibt's keins. Ist ja angeblich eine Escort. William Hobbs hat Escort geclaimed. Ansonsten bin nur ich tot mit Town Killing. Die anderen Rollen sind an sich alle noch offen. Wir haben hier Town Investigative, glaube ich, noch keinen Claim. Oder doch, ich habe einen Sheriff Claim. Nee. Bin ich immer noch alleine oder kommt jemand dazu? Alfie kommt, der Inno Vote. Die Frage ist, starb er durch die Mafia oder durch den Exe, also durch Jailer? Ich glaube eher Jailer. Mafia wäre dumm gewesen, jetzt einen Inno-Voter zu killen, weil die halt sowieso verdächtig sind. Und wenn sie Town sind, ist es noch einfacher, ihn hochzuvoten. Ja. Godfather raus. Er hat keinen Bock mehr gehabt. Nachdem er nichts geclaimed hatte. Das ist offensichtlich. Das ist eine unschöne Runde. Nacht 1 sterben und dann einfach nur dazu sehen, wie die Gamer leaven, nichts tun. Gimini ist der Jailer-Claim. I love you all hat Doktor geclaimed. Das kann ja sein. I counterclaim Doktor. Es sind 3 random Towns offen. Theoretisch kann es hier 4 Doktoren geben. Also, da counterclaim macht in der Situation, finde ich, keinen Sinn. Weil die Town noch 8 Leute hat. Wir haben keine Gefahr hier aktuell. Es sind nur noch 2 Mafias gegen 8 Townies. Die Town muss jetzt dermaßen das Spiel throwen, um das noch zu verlieren. Er lief auch instant, als er gewotet wird. Er hat noch so viel Claim-Möglichkeiten. Jetzt würde ich mich hier als letzten Mafioso eigentlich revealen.
Oh, habe ich den falschen reportet? Nee, I love you all. Alles klar. Hat er den verraten? Nö. Das war's wohl. Das dürfte es gewesen sein. Und ich hoffe einfach, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es morgen weitergeht. Bei einer neuen Folge Town of Salem Ranked. Bis dahin noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen, Leute.